Hi, da wären wir zu meinem Let's Play von Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Ja, ich sitze jetzt sehr spät vor der Konsole und nehme noch auf. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, war. Bloodborne. Bloodborne gab es mal einen Mitternachtsstream, ja. Mit was starten wir denn heute? Ach komm, wir nehmen mal Pyromantie. Das hat man schon ewig nicht mehr. Ich bin natürlich hier schon mal hergekommen. Ring von Mikella. Okay. Und da haben wir doch den NPC. Ja, hi. Moin, moin. Schicke Rüstung. Were you guided here by kindly Mikella? I am Leda. And like you, I was guided by faith along his honorable path. Touch the withered arm, and you too will be transported to the realm of shadow where Mikella the Kind now dwells. My compatriots are there already. Like us, they have heard kindly Mikella's call. If you can find them, they are certain to lend you aid. Wir werden befördert, Okay. Oh, was hast du noch zu sagen? Come now. Touch the withered arm and travel to the realm of shadow. Alles klar. Du, darf ich dich ausziehen? Ich mag deine Rüstung. Oh, ich hatte irgendwie eine Cutscene erwartet, aber okay. Alright. Da wären wir. Das ist es also. Und entschuldigt, wenn ich sehr, sehr unbeeindruckt gerade klinge oder so. Ich habe noch ein sehr starkes Diablo-Mindset. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel Diablo gespielt und hatte keinen Gedanken an Elden Ring verloren. Ja, aber nun sind wir ja da. Gut, schauen wir mal. Fisch. Die Grabefeldebene. Ach schön. Ist ja hübsch. Das ist vermutlich nicht die ganze Map. Aber wir gehen schon mal dahin. Halt. So. Und seht mir nach, ich habe die Steuerung nicht mehr so dolle im Kopf. Oh, ist eine Weile her. Aber ich werde mich bemühen. Sieht ein bisschen aus wie Mount Gelmir. Ein bisschen. Ist aber schön hier. Muss schon sagen. Oh, da hinten ist noch mehr. Okay, dann auf geht's. Los, Blitzen. Reite wie der Wind. Leck mich doch am Arsch, was bist denn du? Ich werde dich dann mal bei Gelegenheit bestaunen, ja? Nee, jetzt nicht. Ich muss hier Dinge tun. Und kommst du mir nach? Nee. Okay. Hallo. Kann ich mit dir reden? Seine Pack. Ja, das weiß doch ich nicht. Okay. Hey, aber hier sind Bauarbeiten. Da sind noch Abdeckplan drüber. Versenkt die Ruinen. Also versenkt sind die nicht. Die sind im Aufbau. Oh, hallo. Was seid denn ihr? Seid ihr hier wohl texturlos? Ich meine, don't mind me.
Radarfrucht. Oha. Ich habe auch, muss ich sagen, seitdem ich vor Monaten mal hier diese News-Videos gemacht habe, nicht mehr großartig Elden Ring angefasst. Also für mich ist das hier ganz, ganz, ganz dolle, frisch. Radarfrucht. Bin ich jetzt blind? Sag mal, wie viele von euch sind denn hier? Darf ich mal kurz in mein Inventar gucken? Dankeschön. Radarfrucht. Ist die dieses Herstellungsmaterial, kann das sein? Ah, da. Einfach zu finden über im Reich der Schatten. Material zur Herstellung von Objekten. Okay. Oh. Gräber. Oh, cool. Grabschinden. Nice. Das gefällt mir doch. Moin. Es sind ja noch mehr von euch hier. Auch mit dem Mist noch mit so. Aua. Ich möchte das nicht. Oh, Handbuch des großen Herrschers. Wir schauen mal eine Guck. Gott, das Spiel ist jetzt 20 Minuten alt, also der DLC. Und wir haben schon wieder die ersten Nachrichten, die einfach einen Scheißdreck erzählen. Sie dürfen nicht, oh, sie dürfen nicht. Aha. Warte mal. Hey, so läuft das hier nicht. Los, blitzen. Ha! Schwarzer Feuerfalter. So, so. Cool. Ein großer brennender Feuerkorb. Das ist ja immer wieder schön. Dann war ich hier auch mal. Flupp. Hoch, deshalb versucht Pferd. Ich würde mir ja gerne noch ein bisschen. Ah, Mensch, wir haben noch eine Karte. Versenkte Ruinen? Was ist das da? Das leuchtet blau, da ist Wasser. Ja, komm, wir. Oh, es wird Nacht. Wir folgen einfach mal der Straße. Oh, da ist noch ein Gegenstand. Das nehmen wir mit. Und ja, ich betreibe hier extremste Sightseeing. Ich bin mal richtig Tourist. Oh! Mehr Töpfe? Cool. Ist das ein anderer oder? Aua! Gott! Ist das ein anderer? Wo war ich denn stehen geblieben? Schwer gesprungen. Oh, der ist neu. Aha. Okay. Der ist neu. Ja, wir gucken uns erstmal noch die Ruinen um. An, um, an, überhaupt. Wir tun Dinge. Jo, oh, upsa. Leck mich doch am Arsch hier. So. Sag mal, wieso seid ihr hier alle so aggressiv? Was hat euch mit meinem Pferdchen getan? Hm? Oh, abrollen. Well. Uhu. Noch jemand da? Die Tussi mit der geilen Rüstung hat gesagt, ich. Ich finde hier noch Kollegen von ihr. Kollegen? Ach, ich will keine Nachrichten mehr lösen. Überall Gegenstände. Ah!
Ah, da geht's rein. Da gehen wir doch mal rein. Ist das ein Bosskampf? Ah, nee. Klinge der Gnade. Ein Talisman. Wo haben wir ihn denn? Klinge der Gnade. Da. Erhöht die Angriffskraft nach jedem kritischen Treffer. Okay. Hätte auch sein können, ich lese das gar nicht erst. Oh. Okay. Na dann. Schön, Leuchtefeuer. Mehr Schmetterlinge. Und einmal hier. Rotfleischpilz. Der Gute. Alles voll mit Nachrichten zugepflastert. Gott, Kinder. Hi, jetzt hau doch nicht mein Pferd auf den Kopf. Ah ja, da kann man wohl wieder runter. Da haben wir noch mehr so Scheiße im Gras. Also, ich glaube, so weit sind meine. No boy. Nee. Aber lass mich mal kurz gucken. Lass mich mal kurz testen. Also tendenziell, ne? Wenn ich das richtig anstelle. Ja. Na, und wie das geht. Ich kenne noch meinen Torrent. Oh, dann geht's halt eben nicht. Ich gehe ja schon weiter. Gott, hier lebt ja wirklich alles. Ja, ein gehängten Baum, auch schön. Das hängt du ruin. Darf ich mit dir reden oder werde ich von hinten vergewaltigt? Ja, ich weiß. Der ganze Groll ist noch nicht verflogen. Der Rohstoff, aus dem ich mir sicher einen Fluch schmieden werde, auf Mesmers bösartigen Kopf, auf Marikas Kinder. Ist echt nicht so beliebt, der Mesmer bei euch, Ist das der Typ, der den Tee gemacht hat? Hey Joe, wie wäre es denn mit einem DLC mal hier mit dem Feuerbild starten? Oder erste Gegner sind Feuergegner. Willst du dir mal so richtig wieder den Arsch aufreißen lassen? Oh, was bist du? Schaust aus wie ein Todesritenvogel, nur weniger tot. Ja gut, aber ich kann ja nachhelfen. Hi! Oh hey, ihr habt ja Rollschafe. Ihr seid ja gar keine barbarischen barbarischen Dämonen. Ich habt auch Rollschafe. Was ist das Blaue da? Kann man hier Rallye spielen oder wie? Die Dinger haben Gesichter, das sind Lebewesen. Oh mein Scheiße! Die leben! Oh Gott! Das ist so eine Art wie die. Oh, da ist ein Pilz. Oh hi! Warte, ich werde gerade aktiv den Bestand der Todesriedenvögel am Leben erhalten. Entschuldigung.
Pilz. Ist das so eine Art wie die, komm schon, sag, kann mir mal jemand hier helfen, wie die Quallen. So ähnlich, die würden doch auch sauer. Hässlich. Oh, schau mal. Ah, es ist ein Dungeon, hm? Ja, ist es. Oh. Westliches namenloses Mausoleum. Oh. Ich kann Tietje nicht rufen. Ist das so? Ritter des Einsamen. Ja, du bist so ein Einsamer. Alter. Ich habe den Gegenstand nicht gewechselt. Ja, das war meine eigene Schuld. Haben wir wenigstens einen Mesmer-Pfahl? Ich schätze. Ja, haben wir. Marika-Pfahl sogar. Ja, schön. Darf ich da mal nochmal hin? Ich möchte nochmal was fragen. Ich werde mich versuchen, dieses Mal nicht hier so behindert anzustellen. Gucken wir mal. Na, wie stehst du so zu Feuer? Ich hab viel davon. Ich kann das den ganzen Tag machen. Naja, nicht ganz, aber du weißt schon, was man halt so sagt. So, du kennst so dieses Gossip-Geschwätz. Oh, das ist jetzt natürlich. Willst du mich komplett verarschen? Welches Level hast du denn? 10.000? Ja. Das. Na. Ich hatte fast schon sowas befürchtet. Ich darf es ja nicht aussprechen, aber. Oh. Wäre das jetzt alles so im DLC? Wäre das wieder so ein. Oh, wenn dich was zweimal erwischt, bist du tot fest. Oh. Ich bin ja so begeistert. Tot. Oh ne, ich lebe noch. Schönes Teil. Wirklich ein wunderschönes Teil von einer Armbrust. Ja, du bist so lange gestunt, ne? Da kommst du auch nicht mehr weg. Ach ja. Oh, was habe ich denn da Schönes dabei? Probieren wir es mal. Wow. Treib halt. Oh hey, ich hab das Ende des Raumes gefunden.
Ach, du kannst dich heilen, du Stück Scheiße. Oh oh, Point Blank Range. Nee. Ja. Stirb. Arschloch. Ja, du einsames Kind, du. Großes Schwert der Einsamkeit, so Helm der Einsamkeit, Rüstung der Einsamkeit, Stulben der Einsamkeit, aha, und eine Beinschiene der Einsamkeit. Wollen wir uns doch mal anschauen hier, was wir uns jetzt verdient haben. Ah. Hey, das sieht aus wie Ludwigs heilige Klinge. Ja, Mensch. Kann diesen coolen Special Move. Oh, das ist. Ui. Da haben wir ein schönes, schnelles Moveset. Gefällt? Guckt euch das mal an. Was eine schnelle Hitsequenz. So starke Waffe. Ja, gut. Kann man ja ändern. Schätze ich. Aber nett. Und dann, wo haben wir denn das Einsamen-Set? Wo haben wir es denn? Ist das heavy? Oh, es ist heavy. Stahlhelm, der Ritter der einsamen der einsamen Kerker, ich wollte schon sagen Kleriker. Teil einer schweren Rüstung, die den ganzen Körper des Trägers in überlappende Stahlplatten hüllt. Die namenlosen Mausoleen des Reiches der Schatten sollen die Geister von Kriegern halten, die ihren Namen oder ihr Herz verloren haben. Darf ich mal die Rüstung sehen? Sieht halt schon ein bisschen plump aus, wenn ich das mal so sagen darf. Aber hey, wir haben uns rechtmäßig verdient. Zauberei! Ja, mach's nach. Wen interessiert's? Naja, da. Okay. Sehr schön. Wie die Fings. Hallo? Darf ich mein Pferdchen gedingsen? Ich bin ein scheiß Pyromant. Natürlich nutze ich meine Pyromantie. Das liegt so im Kontext der Dinge. Ja, nee, Stärkebild. Ja, dann mach das mit deinem Stärkebild. Ach was, wäre ich jetzt so gar nicht drauf gekommen. Ja, aber das ist ja schon mal was. Schön. Werden fest, den nochmals zu besiegen. Nochmals und nochmals. Ach, ich werde schon Mittel und Wege finden, den zu schießen. Hi. Hallo, ach, ihr droppt ja dasselbe. Okay,
Dann würde ich sagen, kann ich da durch? Ist also doch ein Pferdchen-Parcours. Würde ich sagen, mal kurz rasten. Und nach dem Rasten gehen wir mal Richtung Feuerkorb. Kann ich leveln? Bestimmt, oder? Das war jetzt schon einiges. Nee, war es nicht. Well. Oh, Spiraltürme. Cool. Macht denn damit? Nett. Was seid denn ihr für Pilger? Also ich bin aus den Zwischenlanden. Wir sagen so Hallo, wo ich herkomme. Au. Aua. Was denn? Seid ihr Malspastis? Ihr seht ein bisschen so aus wie Malspastis. Kennt ihr Moog? Oder Morgoth? Oder seine Schwester Margit? Ist übrigens auch er. Ja, ihr seid keine Malspastis. Ihr wirkt aber wie Malspastis. Hui, Rückhandklinge. Ist die neu? Rückhandklinge. Die sieht doch... hallo? Da haben wir sie doch. Geschwungene Klinge mit Rückhandgriff. Eine Waffe, die seit Generationen von... Was? Hornherolden geführt wird. Ach, das sind Hornherolde. Der Kampfstil, der mit dieser Waffe zusammenhängt, zeichnet sich durch Wirbelhiebe und furchtbare Stoßangriffe aus. Talent. Toter Winkel. Cool. Springt in die Nähe des Gegners und nutzt seinen toten Winkel aus, um ihn von der Seite zu verstümmeln. Die Eingaben bestimmen, von welcher Seite jetzt... Die Eingaben bestimmen, von welcher Seite ihr zuschlagen. Also es liegt nicht an mir, dass es scheiße übersetzt. Dieser Angriff schlüpft unter der gegnerischen Deckung hindurch. Ich habe es Schlümpf gelesen. Ja. Feuerkorb. Müssen wir uns bekriegen. Wir sind doch Feuerbuddies. Wollen wir einfach cool miteinander sein? Nee. Warum machst du das denn? Ich bin nicht effektiv gegen dich. Face it. Hast gewonnen. Ich bin Pyromant. Du bist lebendes Feuer. Verstehst du? Das ist wie ins Wasser schiffen. Oh, ich streue jetzt das Meer beiseite. Wann hat das mal funktioniert? Oh, Pilze. Und alles mit Nachrichten vollgepflastert. Oh, mehr Bootleg-Totenritenvögel. Ui, das ist mal ein schönes Tor. Da gehen wir doch mal hin. Was ist das Goldene? Hallo, du bist ein NPC. Oh, hi. Hallo. Du bist doch hier Bekanntschaft von der mit der coolen Rüstung, ja? Bestimmt. Musst du wohl. Was ist das? Skatbaumfragment. Kreuz berühren. Ich werde es mal mit dir reden. Ui. Himmlische Blutknospe. Geh weg. Das Ding da. Du bist eine Frau, ne? Die wird mich beschützen. Die nutzt nämlich kein Feuer, die ist klug. Ah, Lady Leda spoke of you. You're that tarnished. Guided here by kindly Mikkola. Won't we all? I am Freya. I once fought alongside General Radahn. In battle, you can be sure I'll hold my own. Was ein bisschen so ein Touch, stimmt. Nicht ganz so rot, aber... Oh, another thing. Did you speak to our dour little friend? If you've yet to do so, have him give you a map of the Cross's whereabouts. You'll find more of them dotted about these lands. They are Mikkola the Kind's footprints.
Mürrischer kleiner Freund? If you've yet to do so, be sure to have our dour little friend share his map of crosses. Assuming you intend to trace Coin Mikkeler's path. Oh, meinen die dich? Hallo. Fie, another. Treading the heels of Mikkeler. Then, as that woman would surely say, we are in our purposes well aligned. But understand, your kind are not forgiven. The Erdtree is my people's enemy. By Marika long betrayed. Set aflame. I believe Mikkeler's apologies when he says our delivery will come. But never will I see your kind as worthy. And yet my oath I cannot overlook. If Mikkeler it is whom you would seek, then comrade, allow me to give you this. These are the sites of the crosses I found. I urge you, follow after Mikkeler. As long as you abide by his footfalls, you will be no enemy to me. Karte mit Kreuzstätten erhalten. Er findet sie im Inventar. Mhm. Moment. Oh. Ah, das sind die wohl, die Kreuze. Ha? Das steht für Mikkelers Fußspuren. Mikkeler muss aber mal richtig hackedicht gewesen sein, wenn das so gelaufen ist. Na gut, ich werde das mal berühren, ja. Geschnitzte Worte wachsen zusammen. Hier lasse ich das erste Fleisch meines Körpers zurück. Klingt nett. Seid ihr noch da? Ja, cool. Das finde ich schön. Ja, wie viel haben wir denn? Ja, ein bisschen können wir noch. Ich werde das dann gleich hochladen und wenn ich richtig Bock habe, heute noch veröffentlichen wird wohl nichts, aber einen Tag drauf dann. Ich gehe dann jetzt ins Bett. Ich bin alt und uncool und müde. Ja, was steht wohl da? Hm? Loch voraus, kurz gesagt Rumpf vor Rumpf. Man konnte sich's ja schon fast denken. Ich gehe mal über die Brücke. Ja, wir gehen jetzt mal über die Brücke. Oder will ich... Wo geht es denn da hin? Ich weiß nicht, wo ich hin will. Es ist so viel. Ich gehe da mal hin. Wir gehen da jetzt rein. Das sieht nämlich aus, wie wenn das jetzt eine große Boss-Arena wäre. Und jetzt gibt es gleich richtig hart auf den Schlitten. Und alle 2 Meter hat schon der erste Idiot Nachrichten hinschreiben müssen. Unfassbar. Die ganze Welt schon wieder verschandelt. Man möchte wirklich offline spielen. Oh. Ah, nee, war nur ein eingekeilter Grabstein. Hi. Das ist aber cool. Komm, da gehen wir jetzt mal hin. Oh, da haben wir es doch. Und noch einer. Noch 2. Fuck, es sind echt viele von euch. Oh, wer bist du? Guckst du mich gerade? Ist das ein Bart? Sir Alon, bist du's? Bist du eine Frau? Nein, bist du keine Frau.
must be the Tarnished. I am Ansbach. Ansbach. Formerly in service to Lord Moog, but now, like you, another soul guided by kindly Mikkola. I'm hardly the steady hand I once was. My fighting days are far behind me, which is why I have chosen to dedicate myself to investigation, to discern Tender Mikkola's ultimate purpose. I'd rather not volunteer service to a new master, unless I know that I can be of use. Ansbach ist übrigens eine Stadt in Deutschland, würde ich nur mal sagen. Sehr interessant. Ah ja, das gucken wir mal nach. Ist das Schmiedematerial? Da. Material zur Herstellung von Objekten. Eine junge Schote voller himmlischem Blut. Material zur Herstellung von Objekten findet man immer seltener. Sollte dort wachsen, wo sich das goldene Blut Mikkolas des Verwundeten sammelte. Okay. Und wo ist dieses andere Teil? Ist das ein Usable? Oder ist es ein Key-Item? Sah mir recht keyig aus. Nee, ist es wirklich Herstellungsmaterial? Ihr wisst schon, hier dieses andere Teil, das da rumlag. Ich hätte es eingeschätzt, wenn die Knospe. Vielleicht ich soll es nicht mehr sehen. Oder war das ein Anhänger? Ich habe leider nicht auf das Mini-Symbol geachtet. Ich werde wohl im Video mal nachschauen müssen. Also wenn man es ja aufnimmt, ist ja in der Ecke so ein kleines Icon, was dir sagt, was es ist. Ah, da! Ha, ein spindeltes Skadu-Baum. Was ist... Oh Gott. Okay, der Skadu-Baum. Ein Splitter des Skadu-Baums, der goldene Brillanz enthält, kann in der Kirche von Marika und an anderen Orten im Reich der Schatten gefunden werden. Konsumiert zu einem Orden der Gnade, um euren Segen des Skadu-Baums zu verstärken. Der Segen des Skadu-Baums erhöht die Mächte seines Trägers, hat aber außerhalb des Reiches der Schatten keine Auswirkungen. Man sagt, wenn der Skadu-Baum vom Kern aus zerbricht, verteilt er sich über das gesamte Reich der Schatten. Das Volk des Erdbaums sammelt die Splitter und nutzt sie in Gebeten. Aha, das ist der Skadu-Baum. Okay, da steht nichts. Doch. Geschnitzte Worte wachsen zusammen. Hier lasse ich einen Teil des Fleisches meines Körpers zurück. Again. May I request a service? Sure. 6 crosses, identical to this one, have been discovered in these lands. They are akin to Tender Mikkola's footprints. Or gravestones, which mark what he's left behind. If you discover any more crosses, be certain to tell me. I presume you, too, are keen to know just what kind Mikkola is doing here. Ich hab schon 2 gefunden. If you discover any more crosses, be certain to tell me. Ja, das sind jetzt 2. Und hi, wer bist du, Tupfmann? Hello there. Together, we... work together for Mikkola the Kind. Many things we have found. Oh. Oh. Ja, das nehme ich. Dankeschön. Harzknoten ist neu. Blutamaryllis ist neu. Teuer. Genau wie das ganze Pilzzeug. Das sind Schmetterlinge. Schildkrötenhals. Ja, das ist Leber. Okay. Ja, schön, dass du das da hast. Gib mir das mal. Danke. Amaryllis kaufe ich dir auch mal ab. Und das hier.
Okay. Nett. Hast du... Nein? Moore heißt du. I like finding things for you, Lady Letta, her allies, and the Forager Brute. Things bring joy to all. I like finding things for you. Things bring okay. Goodbye. Du wirkst cool. Okay, dann haben wir nochmal zwei entdeckt. Gehen wir mal anklopfen. Aber vorher. Wichtig. Wir kennen doch die guten alten Verstecke hier. Ihr könntet ruhig was droppen. Ja, hier ist nichts versteckt. Ich habe mir schon fast gedacht. Oh, ich mochte gerade diesen 2-Frame-Schatten des Vogels an der Wand von der Treppe. Ah, schön. Okay. Keine Secrets? Oh. Ja, dann wird es Zeit. Mal Zwischenboden. Da ist ein Gegner. Ach ne, das sind... Seht ihr? War das jetzt so... Fickt euch. War das jetzt so schlimm? Oh, Eichhörnchen gibt es hier auch. Und Mensch, einfach so, weil ich es kann. Tschüss. Mensch, das ist eine Aussicht. Skadu-Baum. So, da wären wir. Schönes Tor. Ich ahne Schlimmes. Oh ne, sieht das. Wir sind in Scheiß, Janam. Ich erinnere mich, ich habe gerade so schlimm PTSD, die Treppe da oben, da ist dann Amelia. Oh. Oh. Ist das eine Chest? Nein. It's a Kindersarg. Oh Gott, was scheiße. Was bist denn du? Was bist denn du? Hi. Hi. Oh Gott. Ich mag meine Pyromantie sehr. Ich kann da nämlich deine Löcher reinschmeißen und so Arschlöcher wie dich einfach verbrennen, weißt du? Das ist so schön. Hallo, ich bin ein Gesandter des Garu-Baumes. Freund von Moore, dem Sperrmüllkratzer. Shit. Ja. Sieht doch ganz gut aus. Ich schätze, die Wahl war nicht so falsch. Das Free Aim müssen wir noch ein bisschen üben. Kriegen wir hin. Los. Ich hätte gerne Ruhe hier beim Erkunden. Oh. Verehrte Geisterasche. Aha. Das ist Schmiedematerial. Hier. Stärkt den Segen der verehrten Geisterasche. Das Ding da, ach, das ist so ein Malbefleck, der wollte das sagen. Mich erinnert das irgendwie an eine Gestalt aus Dark Souls 3. Ihr wisst schon, diese Gru hießen die ja. Schattenreichrune. Was es nicht alles gibt. Was macht die denn? Jo, ich habe schon zwei. Oh. Ach, da wird es jetzt hiermit angezeigt. Hier bei Objekteffekt und um eine Fülle von Runen zu erhalten.
Die im Schattenreich sind die Fortgeschrittenen. Während die in den Landen dazwischen noch mit ihrem alten Nokia-Klotz-Handy rumlaufen, hatten die hier im Schattenreich schon Klapp-Handys. Und lebt ihr? Seid ihr eine Anspielung an den Gewaltigen aus Demon's Souls? Das würde ich ja schön finden. Ja, hallo. Mit besten Wünschen von den Feuerriesen. Kennt ihr, sind so groß. Haben meistens einen Mund und Bauch. Und sind nett. Naja, nicht wirklich, das war gelogen. Muss ich mich jetzt hier wirklich durchnuken? Genau das dachte ich mir auch gerade, Kollege. Oh Gott, du Stück Scheiße! Praise the Kindersarg. Freund, das ist ein Löwe. Gott voraus. Hund. Nee, Hundeschildkröte. Das da ist Adler. Preiset Adler. Moment. Der Löwe da hat Hörner. Das sieht aus wie das Teil aus dem Trailer. Nein, oder? Haben wir hier wenigstens irgendwo einen Kratze? Alles Feinde. Aber du siehst aus wie ein, als wärst du ein Krieger von denen. Und ich bin kein Fan davon. Ist das scheiße? Was macht das? Oh, nix. Es beherbergt, wie ich mir schon dachte. Scheiße! Gib das her! Na, da ist doch nichts. Dachte ich mir doch. Wenn sich jemand fragt, warum schon so viele Nachrichten hier sein können. Das Spiel ist schon seit mehreren Stunden in Neuseeland draußen und ihr wisst, wie viel Gestörte es gibt. Hätte ich fast übersehen. Wie viel Gestörte es gibt, die sich das Teil wirklich aus Neuseeland gekauft haben. Extra. Wie der Wrigley's Kaugummi, nur anders. Ich bin auch Mönch. Auf meine Weise. Lügner voraus. Ach ja, das. Und mit der ersten Scheißhaustür würde ich sagen, sind wir für heute durch. Es freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, denkt gerne an ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Joe macht das Tor auf. Nicht von dieser Seite aufmachbar. Es tut mir leid. Wir werden es vermutlich erfahren. Also passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.